Ich glaube, die beiden wollen mir irgendwas verheimlichen. Weil sie mich hier nämlich im Pokémon Center absetzen, das ist ja wohl offensichtlich, der offensichtlichste Ort, irgendwas zu verbergen. Mal nachschauen. Lukas sagt, er hat ein Pokémon gefangen. Kann ich ihm da glauben? Ja, ich zoome vielleicht noch ein bisschen näher an. Und dann steht das alles so gespreizt aus. Nicht ablegen. Oh, ich sehe, mein Pokémon hat sich entwickelt. Sehr gut, Luca. Also ich denke mal, es war Luca. Geist. Groß geschrieben. Cool. Und Togepi wurde wahrscheinlich ausgebrütet. Interessant, interessant, interessant. So, dann sehen wir mal, wie sich unser Team denn so macht. In den letzten paar Tagen, Stunden, Wochen. Okay, vielleicht ein bisschen zu nah. Sieht doch alles gleich mal so schlecht aus. Gut, Olaf ist natürlich der Ultimate hier. Also ich nehme an, wir sind in Trostu. Und da liege ich wahrscheinlich noch gar nicht falsch. Ja, machen wir mal die Pokémon-Lotterie. Wenn ich Bock drauf habe, denn heute gehen wir auch in die Ruine und ich weiß, es ist viel zu laut. Deswegen drehe ich ein bisschen den Sound runter. Oh, willkommen. Ja, habe ich gesehen. Das ist ein Pokédex, ja, genau. Ach ne, die wollen genau das Pokémon sehen. Ich habe immer gedacht, hier wäre eine Lotterie oder sowas in der Art. Oder sogar eine Chance hatte, einen Meisterball zu gewinnen, meine ich zumindest. Bin der Pensionsleiter. Da hier legen wir nichts ab. Leider nicht. Bekommen wir nicht irgendwie so ein neues Gadget, aber ich schaue mal auf den Pokédex. Der war da, das Schrittzähler, cool. Okay, nichts. Ne? Schade. Hier können wir übrigens, hier gibt es ein Haus, wo wir unsere Pokébälle mit Sticker versehen können, damit die dann so schön funkeln und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja alles. Sicherlich, oder? Ja, dekorieren. Und deswegen halten wir jetzt gleich den Stickkoffer. Nein, ich möchte nicht ersticken. Ja, das können wir beim PC machen und da können wir halt die Ballkapsel auswählen. Ist halt eine Spielerei, wurde danach nie wieder verwendet. Also das gab es nur in Pokémon Diamant, Perl und Platin. Ich glaube in Pokémon Hardgold und SoulSilver wurde das schon längst abgeschafft. Und hier, der Junge sagt, wenn ihr ihm ein Inkognito zeigt, weil man kann ja in dieser Ruine halt Inkognitos fangen. Oh, wer hat's gedacht? Wenn ihr das jeweilige Inkognito zeigt, bekommt ihr einen spezifizierten Sticker. So, es gibt hier aber noch ein Haus. Nämlich das hier. Oder ich weiß gar nicht. Ich weiß es doch nicht. Das ist hier so ein richtiger Buckel. Es gibst du uns was? Ja, Historie. Also hier bekommen wir Pokémon Historie, genau. Als ob es uns was bringt. Ja, nee, Route 2 und 10 besuchen wir noch nicht. Das wird wahrscheinlich wieder Erik machen. Der gute Mensch vom Dienst. Der Mensch vom Dienst. Ja, hier, was bekommen wir hier? Still, spitzmäßig, die erklären uns irgendwas über das Wesen, was sehr uninteressant ist. Auch wenn ein Wesen natürlich auch großartig viel bestimmt und ich weiß, es ist gerade saumäßig hell hier, aber die Sonne, die scheint. The sun always shines on TV. Wie Aha mal gesungen hat. So, und hier haben wir jene Ruine, die ich so hammergeil finde, dass wir sie aufsuchen. Weil dort gibt es nämlich auch eine neue VM, die wir zwangsweise gar nicht brauchen. Denn es handelt sich nämlich hierbei um eine VM, die nun in diesem Spiel eine VM ist. Das ist nicht cool. Und da müssen wir nochmal in den Turm zurückgehen, denn wir haben im Turm absolut nichts bekommen. Meine ich zumindest, dass Luca mir das erzählt hat. Ich sitze in den Trostruinen und ich kann nichts sehen. Auf jeden Fall, schau ich mal auf den Kamerabildschirm. Wir erhalten mir bei den Steinen, glaube ich, immer ein Item. Ich weiß es nicht. Und wir werden hier natürlich angegriffen von den Inkognitos. Wir haben jetzt mal das Inkognito. Was ist das für ein Inkognito? Auf jeden Fall fange ich ein Exemplar ein. Wir wollen ja keine Doppler und Ray ist vorne. Cool. Ist glaube ich vom Typ Psycho. Und ich hatte recht.
Ich sollte recht behalten. Wir haben nur zwei Pokebälle, sehr schön. Das reicht mir schon. Gefällt mir. So, es gibt insgesamt so viele in Inkognito, wie es Buchstaben im Alphabet gibt. Also ich glaube, wir haben 24 Buchstaben im Alphabet. Plus dazu kommen in dieser Generation halt noch Ausrufezeichen und Fragezeichen. Also insgesamt 26 Inkognitos oder 28, je nachdem. Wer recht hat, so, den nenne ich jetzt mal. Passt nicht. Ja, ich nenne ihn Mr. Who. Mr. Who, das wird so spaßig. Mr. Who. Da wird sich Luca bestimmt wieder drüber aufregen. Wer bist du? Mir wurde gesagt, die versteckte Maschine auflockern befindet sich irgendwo in diesen Ruinen. Ja, das ist schön. Ich hab mich verlaufen. Hilfe. Und wir haben hier sogar einen Trainer. Und die Spiegelung ist schon extrem. Garados hat noch keine Wasserattacke. Wollt ihr mich verarschen? Garados hat noch keine Wasserattacke. Das geht, das sowas geht nicht. Nee, Leute, also nein. Nein. Was wollt ihr mit dem Ding bitte schön machen, wenn es keine Wasserattacke kann? Schlagt mir das mal. Und jetzt erreicht es auch noch Level 22. Ob Sideblade hat den EP-Taler, cool. Bad Guy muss trainiert werden. So sehe ich das. Denn Bad Guy ist ein Bad Guy. Wenn er nicht trainiert wird. Ich bin ein Bad Guy. Sag mal, wann entwickelt er sich eigentlich? Scheiße. Aber gerade noch so abgewehrt. Nicht abgewehrt, sondern hat nicht funktioniert. Ist daneben gegangen. Ja, das ist natürlich furchtbar, wenn es daneben geht. Oh, Bad Guy kann ja noch gar nicht diese Ruine ausmachen. Ich meine, der wird erledigt. Nein! Volltreffer. Dabei sind doch unsere Pokémon gar nicht schwach. XD. So, wir haben keinen Beleber anscheinend. Cool. Also ich würde wahrscheinlich den Part wieder überziehen, weil ihr seht vielleicht, dass ich hier ein bisschen herumgetrödelt habe. Und ich sehe es nicht so ein, wie ihr zu sagen, ja, ich habe einen Kampf verloren, ich gebe jetzt einfach nach 6 Minuten auf. Es wird ja nichts mehr. Bronzel, da bleibt der Bowser XDM natürlich im Kampf. Der hat ja einige gute Attacken, aber gut, so gute nun auch wieder nicht, aber hey, das wird ja alles noch. Man muss ja nicht sagen, dass jetzt hier schon alles vorbei ist. Gut, ich sag das vielleicht, aber das ist auch nur eine provisorische Einschätzung. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die Geduld dazu habe, bei dem Licht auch wirklich nach allen Kammern, alle Kammern wirklich nach irgendeiner Scheiße abzusuchen, weil es gibt hier unglaublich viele Items. Ich glaube, das ist jetzt der einzige Trainer hier. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es für ihn. Ich habe gedacht, es verstecken sich Items unter den Steinen. Donnerstein! Cool. Wir brauchen ja noch einen Lichtstein für die letzte Entwicklung von meinem Pokémon. Von einem meiner Team-Pokémon.
Leute, ich hab die Schnauze voll. Nicht die ganze Zeit hier zu spielen, bis hier zu sehen. Oh, so, jetzt müsste die Spiegelung nicht mehr so extrem sein. Okay, man sieht mich immer noch sehr klar, deutlich und klar. Dann. So, jetzt gibt es überhaupt keinen Lichteinfluss mehr. So, ist es eher tausendmal besser. So. Ja, so ist es doch wundervoll, oder Leute? Kommt, das müsst ihr doch zugeben. So in aller Dunkelheit und Stille. Wasserstein, finden wir jegliche Steine. Das ist cool. Aber bringt uns nichts, da wir kein Pokémon haben im Team, welches diese Steine braucht. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Trainer besiegen, also der Part wird wieder etwas länger werden. Weil ich einfach Lust drauf habe. Wisst ihr, das ist eine Laune der Natur, wie man das einschätzen kann. Okay. VM5 auflockern. Ich glaube, es gibt hier nicht viel mehr. Dann halten wir noch verschiedene Items. Schrägrauch. Hirntafel. Für Arceus. Auf der, also das lese ich immer vor, auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Cool. Und ein Nugget zum Verkaufen. Und hier steht Freundschaft, alles Leben bereut. Meine Güte, über 7 Millionen Deutsche können nicht lesen und schreiben. Alles Leben steuert anders. Oder. Alles Leben, Leben um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen, okay? Habe ich doch irgendwie hingekriegt. Ja, so kann man auch das Alphabet lernen. Ist das nicht schön? Ich finde das schön. So, ist hier unser Trip auch schon wieder zu Ende. Sorry Leute, kurze Unterbrechung, jetzt könnte etwas unscharf rüberkommen. Aber gut. Damit muss man jetzt leben, der ganze Part ist eigentlich eher von der technischen Seite her scheiße, weil ihr habt mich jetzt über die Hälfte des Parts gesehen. Und wer will das bitte schön? Okay, es kommen mir relativ wenige Pokémon vor. Incognito I. Wir machen uns natürlich nicht die Mühe und fangen tausende von Incognitos, damit wir irgendwann mal die komplette Sammlung voll haben. Aber wir fangen schon einige Pokémon, nur nicht tausendmal dieselben. Das ist langweilig. Ich will hier raus. Ich möchte nämlich auch gerne den Turm besuchen, bevor ich hier abschließe. Hier das Ganze vollende. Und dann kann der Eric sich auf was gefasst machen auf der nächsten Route. Da kann er schon mal sich vorarbeiten, schon mal lernen sich vorzuarbeiten, damit Luca dann den Rest machen kann und ich dann zum nächsten Orden komme. Das wäre ja schön. Ich meine, wir dürfen ja alles selbst bestimmen, wie lange unsere Parts werden, also sollte das nicht so schlimm sein. Jetzt hoffen wir mal, dass ich ein Pokémon habe, welches auflockern kann. Ja, gehen wir nochmal. Doch, wir gehen nochmal drauf. Jemand das PC. Und ablegen. So, unser Sklave. Gut, ich weiß nicht, ob Zubat irgendeine Attacke besitzt, aber ich glaube, das würde sowieso Erik nur aufregen, weil ich weiß nicht, ob Erik weiß, was Auflockern bringt. Nämlich gar nichts. Ja, wir haben natürlich sehr tolle Pokémon gefangen. Ich hoffe mal, dass es der Geist kann. Also, wenn Geist es kann,
Dann bekommt Luca von mir ein Diplom, wie Erik so schön sagt. Ausgesprochen. Wir können auflockern mit noch gar nicht einsetzen und nee, es geht nur bei Bad Guy. Was hat denn Bad Guy für Attacken? Erik wird zwar nicht gefallen, aber. Aber vergessen wir einfach mal Superstahl, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie einen Pokémon auf einzufangen. Und Geist kann wieder zurück. Damit er das verstanden hat. So, ich hoffe Erik. Ja, wir werden auflockern wahrscheinlich sowieso vergessen, weil auflockern brauchen wir danach nie wieder. Also ich sag's mal so, die Feldattacke auflockern bringt praktisch, und nur in diesem Spiel, also in Pokémon Platin, Diamant und Perl, dass man praktisch in Gebieten, wo es neblig ist, diesen ganzen Nebel verschwinden lassen kann, damit es aufklärt. Das kann allerdings, Leute, ist es nicht so schlimm wie mit Blitz in Höhlen, also man kann durchaus auch die Gebiete ohne Auflockern durchmachen. Doch, man wird leider gezwungen dazu. Okay, nicht auflockern, also das heißt, man kann auflockern eigentlich auch überspringen, man muss es eigentlich gar nicht einsammeln. Ich hoffe, Luca hat die meisten Trainer hier noch erledigt, weil Erik hat, glaube ich, noch nicht alle Trainer erledigt. Ja, sieht gut, ganz gut aus hier. Haben die beiden dann doch einen guten Job gemacht. So, Blimsander, wir können Auflocker noch nicht einsetzen. Oder wir haben ja drei Orden. Also müsste es doch eigentlich gehen. Wartet mal, das teste ich blind aus, damit ich es euch schon mal demonstrieren kann. Was wird noch andere Gebiete kommen, wo wir das brauchen? Verdammt, und Zubat kommt übrigens jetzt nach vorne. Ich habe keine Lust mehr. Und Olaf kommt ganz nach hinten, damit jeder weiß, okay, der darf nicht eingesetzt werden. Nur Notfällen halt. So, dann setzt Bad Guy jetzt mal auflockern an. Und es geht. So, auflockern. Jetzt ist alles wundervoll, weil dadurch ist nämlich auch so, der Hauptgrund, warum man das einsetzen sollte, ist, dass halt praktisch die Genauigkeit runtergeht. Ich hab's gerade gedacht, was ist das für ein Pokémon? Dass halt die Genauigkeit runtergeht, wenn hier alles vernebelt ist. Das heißt, dass man relativ selten trifft. So, jetzt setze ich mal einen Schutz ein, weil ich keinen Bock habe, hier noch viel mehr Zeit zu verschwenden. Okay, es gibt ja Pokémon, die stärker sind als unsere. What the fuck? Und ich setze dann Erik auch direkt auf der Route ab. Warum habt ihr keinen Trainer für mich übrig gelassen? Spaß. So. Keine Sorge. Was haltet ihr euch von der Idee, dass es in fast allen Pokémon-Spielen immer einen Turm gibt, wo man den man praktisch zu einem Friedhof umformatiert hat? Oder Nebel hat sich gelichtet. Somit sind auch alle meine Zweifel verpufft. Nimm das, Bandsticker. Damit können wir praktisch. Das verstärkt praktisch Geist-Pokémon, glaube ich. Und du. Schutzband. Was bringt das? Das sagen die uns nicht mal. Das sollen wir selbst lesen. Ach, ich setze ein Fluchzeil ein. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Es ist natürlich nur noch die Frage, ob Luca auch tatsächlich. Das Ding kann Horrorblick. Hey, dann ist es ja doch praktisch, dass Luca das Ding gefangen hat, weil. Wenn wir das jetzt zum Beispiel dann später einzeln weiterspielen. Also ihr wisst ja, nach dem Three-Gather oder nach den Credits überlasse ich Luca, ob er es weiterspielt. Und wenn wir dann da und wenn er dann praktisch legendäre Pokémon fangen will, die halt Wander-Pokémon sind.
kann er das Ding ja gut verwenden. Finde ich klasse. Ansonsten ist alles scheiße, nee. Nee, nee. Und dann verkaufen wir nochmal Nougat. Also nicht Nougat und wir können ja nicht... Nein, das ist kein Dungeon. Nein, das ist ja nicht. Also setzen wir mal Olaf nach vorne. Aber dann sofort wieder zurück. Weil es darf nicht eingesetzt werden. Es ist schon zu stark. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen und so weiter und so fort. Damit wir wieder up to date sind, weil ich habe durch meinen letzten Part ziemlich viel zerstört. Und ich weiß, wir kommen hier auch nur bedingt voran, aber glaubt mir, Leute, es wird noch vorangehen. Hoffe ich zumindest, das habe ich schon mal gesagt. Man darf nur nicht den Glauben verlieren. So, und jetzt wechseln wir das Ganze wieder. So, ordnen wir das mal nach Prioritäten. Darf nicht eingesetzt werden. So. Perfekt. So ist die Reihenfolge, so soll Erik auch bitte vorgehen, wenn er diesen furchtbar komplizierten Schadencode herausfindet. Okay, die haben ja auch alles erledigt, also ich denke mal, dass sie alles erledigt haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe auch keinen Bock mehr. Man darf sich nicht immer auf die anderen verlassen, Lukas. Das sagt jetzt vielleicht zu mir. Aber mir ist das scheißegal. Dann kaufe ich noch ein bisschen Proviant, um Eriks Leben zu erleichtern. Aber er soll alle Trainer besiegen, bitte. So, vielleicht erstmal ein paar Bälle einkaufen. Damit wir wieder Pokémon fangen können. So, vielleicht mal, wie viel Beleber können wir uns leisten? Wir kaufen mal 5 Beleber. Also Luca, der wird sagen, warum gibt ihr das ganze schöne, hart verdiente Geld aus, das ich verdammt nochmal eingebracht habe? Und dann sage ich, weil ich es möchte. Weil ich da so ein Gefühl dafür habe. So. Wir werden allerdings auch relativ wenig verkaufen. Wir verkaufen immer nur die Sachen, die praktisch nichts verstärken. Als praktisch wirklich nur Verkaufsgegenstände sind oder auch. Okay, Schrägrauch lassen wir auch drin. Wasserstein, Donnerstein lassen wir auch drin. Ovaler Stein lassen wir auch drin. Upgrade lassen wir auch drin. Meine Güte, man bekommt ja schon Upgrade, aber Indigo-Stück verkaufen wir immer. Grünstück, Tonik lassen wir auch drin. Aber Gelbstück nicht. Ich hasse Gelbstücke. Was wir auch verkaufen, ist übrigens Calcium. AP Plus, denn das ist meiner Meinung nach unnötig. Alles andere ist deren Problem. Birnen behalten wir auch, das wird zu umständlich und das behalten wir auch alles. Ja, dann setze ich Erik mal da schön ab und dann kann er so richtig schön eine Route durchmachen. Ich aktiviere sogar extra das Fahrrad, weil ich glaube, man braucht dort in der Nähe irgendwo Fahrradaktionen. Ja, das sehe ich schon. Oder ja, steckt so aufs Fahrrad und speichert auf dem Fahrrad ab. Das müsste doch eigentlich ganz gut gehen. Okay, ich speichere eine Menge Daten. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei den Parts der anderen. Und ich kann nichts anderes, also mir bleibt nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif. Alles wundervoll. Und entschuldigt dafür, dass meine Parts technisch so furchtbar aussehen und aktuell die Parts für Luca am besten sind. Ja, also, be excited, bis zum nächsten Mal.